Hallo Leute, Takeo hier. Wir haben ja jetzt die neue Episode, die fünfte Episode Alles oder Nichts der vierten Staffel bekommen. Das heißt, wir haben wieder eine neue Karte zum Erforschen, die Donnerkopfgipfel. Und ich mag ja generell so verschneite Gebiete sehr und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier mal ein bisschen unterwegs sind. Gefühlt hat jedoch, glaube ich, schon die ganze Guild Wars 2 Community die Episode durchgespielt und ist begeistert, was mich sehr freut. Aber ich selbst, wie gesagt, hatte noch gar nicht so viel Zeit für diese Episode. Ich hatte jetzt mit dem Patch gestern noch den Patch-Überblick gemacht und den hochgeladen und jetzt erst heute eigentlich wirklich Zeit zu spielen. Deswegen seid recht herzlich eingeladen, an meiner Seite zu sein, wenn wir hier gemeinsam die Donnerkopf-Gipfel erforschen. Denn wenn wir hier auf die Karte kommen, sind wir hier bei der Schmiede, auch ein schon sehr cooles Gebiet. Aber dann geht es hier noch irgendwie raus anscheinend und dann haben wir hier noch die ganzen Donnerkopfgipfel, den wir erforschen können. Und ich würde mir einfach die Zeit nehmen und das Ganze machen, denn ja, obwohl alle sofort durch die Story gerusht sind, gerade jetzt, wo wir so eine coole Episode bekommen, auf die wir so gehypt sind, oder ich persönlich war da sehr gehypt auf diese Episode, ich möchte mir eigentlich auch Zeit nehmen mit dieser Episode, denn ich will nicht, dass es so schnell vorbei ist. Von dem her machen wir das hier ganz langsam. Und ganz entspannt. Und hier oben habe ich schon gesehen, war ein Aussichtspunkt. Den holen wir uns selbstverständlich auch gleich. Und ich habe auch gehört, dass es hier ein bisschen was mit Zwergen gibt. Ich bin ja ein großer Fan von Zwerge. Und ja, generell einfach mal gespannt, was uns hier auf dieser Karte so alles erwartet. Ich war auf dem Test-Realm. Ich habe dort ein paar Aufnahmen gemacht, die man auch in dem Überblickvideo sieht, aber das waren wirklich nur diese Aufnahmen und mehr habe ich nicht gesehen von dieser Karte. Boah, die haben noch diesen weißen Buggy-Effekt, glaube ich, gerade in den Aussichtspunkten. Und generell die Karte und mein Eindruck hier, das ist einfach alles, alles authentisch, weil ich hier halt wirklich sonst nicht viel gesehen habe und die Story habe ich auch gar nicht gespielt, weil ich einfach auch nicht die Zeit dafür habe, auf dem Test-Realm viel zu machen. Deswegen hier alles, was wir hier erforschen, das ist alles, ja, für mich auch das erste Mal, dass ich das so richtig sehe. Und hier sind wir dann in die Kaserne gelaufen, aber hier scheint es dann auch schon rauszugehen. Über die Grotte vielleicht? Die Herzchen, wie gesagt, die lasse ich weg. Das haben wir schon in den letzten Episoden immer so gehandhabt, dass ich mir da einfach selbst die Zeit nehmen werde. Boah, da drüben geht es mit der Story weiter. Das möchte ich auch noch nicht machen. Ich will erstmal die Karte erforschen, weil das mache ich generell immer, wenn eine neue Episode rauskommt. Ich nehme mir die Zeit, mache hier dieses Video und erforsche ein bisschen die Karte. Dann schließe ich diese Karte auch ab. Und level die Beherrschung dabei und mach dann erst die Story und anschließend die Erfolge. Also so gehe ich die Patches immer an. Und das gefällt mir soweit ganz gut. Das ist mega cool hier drin. Dass es so ein großes Gebiet schon unterirdisch ist. Das gefällt mir. Aber ich hoffe, dass ich auch hier Richtung Ausgang mich zubewege. Alle anderen, die jetzt hier schon auf der Karte unterwegs waren und den Ausweg gefunden haben, die wissen sicher. Oh! Falls ihr sie wollt, Kommandeur. Ja, fragen wir einfach den Speer. Der Pakt Klar. beschäftigt sich derzeit mit dem Weg der Erhabenen. Die Erhabenen scheinen recht erfreut zu sein, uns zu sehen. Da alle anderen beschäftigt sind, leitet Gorik die Kaserne. Nach allem, was ich gehört habe, ist er überwältigt. Marshal Thackeray hält hier drüben Manöver ab. Er glaubt, man könne Korsaren beibringen, in Formation zu kämpfen. Horden von Gebrandmarkten haben das Vorwerk hier draußen überrannt. Der Tribun hat diesbezüglich einige Ideen. Okay, cool. Das heißt, Thackeray ist auch hier unten. Schauen wir mal, statten wir ihm einen Besuch ab. Und dann hoffen wir, dass wir hier rauskommen aus dieser Höhle. Ich sehe ihn nur gerade nicht. Naja. So kann er aber keine Korsaren richtig trainieren, wenn er gar nicht erst erscheint. Ist bestimmt weggerannt. Typische Logan Thackeray Memes. Mal wieder zum Leben erweckt. Oh, eine Zwergentruhe.
Ich wollte gerade sagen, da passen wir mit dem Greifen gar nicht gescheit rein. Aber doch, gibt wohl wieder einen Sammelerfolg dafür. Ich mag diese Bauten und diese Hallen. Diese Torbögen und die Runen da drauf oder halt diese Verschnörkelungen. Das sieht so unglaublich schön aus. Genau das, worauf ich stehe. Und ich glaube, hier draußen geht's raus. Ich glaube, da sind irgendwelche Skrits, die sich abmühen. Ich fände es aber cool, wenn man von überall so Geräusche hört. Feste Donnerkopf entdeckt, ja. Wir kommen hier tatsächlich raus. Und gleich schon bei der Feste, weil ich wollte nämlich... Wow. Ich glaube, hier kann man sich wirklich viel Zeit nehmen, um alles mal zu erforschen. Da drüben ist noch ein Speer. Laufen wir mal in die Richtung. Der kann uns dann vielleicht noch mehr erzählen. Und schon sind wir an der frischen Luft. Deldrimor-Ruinen. Schön. Kommandeur, wollt ihr wissen, was die Abtei weiß? Gerne, ich gehöre ja auch mit diesem Charakter zur Abtei. Von diesem Ort aus leitet Roban eine archäologische Ausgrabung. Ich nehme an, er wird Hilfe brauchen. Die Deldrimor-Ruinen sind sehr geschichtsträchtig, werden aber dauernd angegriffen. Solange wir sie nicht unter Kontrolle haben, können wir niemanden hineinschicken. In dem, was wir für die Katakomben der Feste halten, sind wir auch auf eine Anzahl versiegelter Zwergengräber gestoßen. Wow. Hier ist ein Ort, den die Schaufler Höhle der Betrübnis nennen. In diese Richtung haben wir unsere Erkundung nicht weit vorangetrieben. Mhm. Okay, dann können wir uns wirklich von hier oben aufmachen. Von der Feste Donnerkopf und dann nach unten. Ich denke, wir machen auch so eine kleine Runde. Wir erforschen alles so Richtung Süden. Oh ja, es geht bis hier runter sogar. Ja, und machen dann so einen Schwenker und gehen wieder hoch. Und wenn die Episode dieses Mal ein bisschen länger dauert, weil ich mir hier, wie gesagt, mehr Zeit nehmen möchte, dann ist das so. Ach, hier sind wieder so zeitverschobene Gebiete. Hier sind plötzlich Palmen. Durch diese Brandkuppel. Sehr cool auf jeden Fall. Oh, und ein hoher Berg. Kann man da hoch? Glaube nicht, das sieht mir so nach Abschied aus. Was wäre das hier? So ein... Ja, so eine Mauer. Ich habe hier gerade aber noch so einen Knoten gesehen, genau. Unser erster Drachenkristallknoten, den sollten wir natürlich auch mitnehmen für die Ressourcen. Genau, hier die gebrandmarkte Masse, sehr, sehr wichtig, wie jede Kartenressource, weil man damit immer bestimmte wichtige Gegenstände craften kann oder herstellen kann oder wahrscheinlich dann auch letzten Endes, wenn man sich den legendären Ring Koaleszenz herstellen möchte. Dann wird man wahrscheinlich auch wieder von jeder Kartenwährung einen Stack brauchen. Das war ja bei Aurora genauso. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir die auch sammeln sollten. Die Eisenbrücke. Auch sehr, sehr schön gemacht. Ich mag es, wenn man... klar, die Gebiete designt Arena nicht immer sehr, sehr gut. Aber ich mag halt auch Gebäude, wenn man... Oh, noch ein Speer. Wenn man Gebäude und kleine Bauten auf Karten versteckt, das sieht immer, gibt dem einfach viel mehr Persönlichkeit, viel mehr Geschichte, wenn man so kleine Ruinen sieht und ja, das taugt sagen, mir. Der Brand Aua. Habe hier oben einige alte Gräber erreicht. Das können keine guten Nachrichten sein. Hier in der Nähe ist unser Luftschiff abgestürzt. Die Moral ist ziemlich im Keller. Saida könnte beim Bergen von Kisten aus dem Wrack Hilfe brauchen. Da draußen gibt es zwei Berge, die man weinende Schwestern nennt. Sind hübsch und einen Blick wert, wenn ihr die Wanderung nicht scheut. Wenn ihr von der schnellen Truppe seid. Wir bräuchten jemanden, der Öl von dieser Stelle zur Schmiede bringt. Am Tor wartet jemand auf euch. Okay, ich würde definitiv da auf diesen Berg gehen. Das klingt super interessant. Und da ich ein Norn bin und die Zittergipfel ja so die Heimat der Norn... würde ich sagen, sollten wir definitiv mal eine kleine Wandertour einlegen. Und der Berg ist dann anscheinend... Oh, der da oben?
Das ist so Skyrim-mäßig, dass man einfach mal einen Berg erklimmt. Hier scheint der Drachenbrand ordentlich gewütet zu haben. Hier ist so Bruchstücke eines Turms. Das finde ich ja ein bisschen schade, dass die Karten, die sie jetzt ins Spiel bringen, sich nie wieder verändern werden. Also die haben ja dieses... Das, was mit den Kessex-Hügeln zum Beispiel passiert ist während der ersten Staffel mit Scarlet, da wurde ja in dem See dieser große Turm der Albträume, ja, sozusagen durch Magie sichtbar, und den haben wir dann besiegt und der ist dann runtergekracht auf die Kessex-Hügel, und deswegen ist da jetzt einfach diese Spur von Bruchstücken und noch diese toxischen Sporen sind dort zu finden. Und das war einfach, das ist das, was ArenaNet gesagt hat, was sie eigentlich mit Guild Wars 2 machen wollten, dass sie einfach uns Spielern die Möglichkeit geben, diese Welt zu verändern durch solche, ja, gerade durch damals lebendige Welt und solche Episoden. Aber das waren dann so einmalige Sachen für bestimmten Zeitrahmen und kann man nicht mehr wiederholen, was natürlich cool ist für alle, die es gemacht haben, wie die alten Veteranen, ich zum Beispiel, und die das erlebt haben, und andere kennen das dann sozusagen nur von Erzählungen, so wie ich das jetzt halt erzähle, was damals alles passiert ist. Aber gerade das finde ich ja so cool, dass diese Welt sich verändert, selbst wenn Leute nicht da sind, selbst wenn ich das nicht gespielt hätte, wäre das passiert und die Welt hätte sich verändert, was natürlich sehr cool ist. Aber ja, ArenaNet hat das jetzt Ganze in diese Episoden aufgeteilt, die man immer spielen kann. Und kommt man da ganz hoch? Das ist auf jeden Fall die Sehenswürdigkeit gewesen. Scheint, als könnte man hier ein bisschen klettern, aber ich will es jetzt hier nicht ausreizen. Ob es hier auch irgendwie ein Event gibt, sieht aus wie so ein kleines Fleckchen für irgendwie einen kleinen Boss. Ja, und wie gesagt, jetzt dadurch, dass man die Episoden immer, ganz schön viel Platin, spielen kann, bleiben diese Karten auch für immer so, wie sie sind. Das wissen wir ja mit Blutstein, mit dem Blutsteinsumpf zum Beispiel. Die haben den weißen Mantel zerstört und alles ist erledigt, aber dort herrscht halt immer noch der weiße Mantel, und das ist einfach für immer in dieser Zeitperiode festgesetzt. Auch Rankenzorn, ne? Mordomos ist schon längst besiegt, aber Rankenzorn gibt es immer noch in der Silberwüste. Da hinten stecken sich die Erdelementare. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil dadurch gibt es halt dieses Element nicht mehr, dass wir Spieler Einfluss haben auf die Welt, sondern ArenaNet schreibt halt vor, was in welcher, ja, in welchem Bereich ihrer Welt sozusagen stattfindet. Und da verändert sich halt nichts mehr, was schade ist. Bestes Beispiel auch die Südlichtbucht. Ich erwähne es immer wieder, weil es sozusagen mein Lieblingsevent war, das allererste große Event mit dem Angriff der Karkas. Und als man dann auf die Südlichtbucht gekommen ist, man die ganzen Bäume gefällt hat. Wow, es geht hier echt tief runter. Sieht das nicht krass aus? Ja, man hat die Bäume gefällt, man hat die ganzen Stützpunkte gebaut. Also man hat wirklich gesehen, wie die NPCs diese Stützpunkte errichtet haben. Und auch die lange Brücke, über die man in dem Gildensprint zum Beispiel läuft. Meine Güte, geht das tief. Das wurde alles gebaut von uns, die damals dort waren. Und das ist schon ein cooles Erlebnis, dass es halt jetzt so nicht mehr gibt. Schade. Und auch dieser Drachenbrand wird für immer auf dieser Karte bleiben und man wird nie eine andere Version dieser Karte kriegen. Ist so ein bisschen, ist ein Kompromiss, klar. Finde ich, hat aber Guild Wars 2 noch ein bisschen Einzigartigkeit genommen. Leider. Licht von Deldrimor! Oder ein anderer. Wer schreibt das? Dieser Licht von Deldrimor, Heini, erinnert mich an
an Malchior, der immer Dwayna schreit auf Malchiors Sprung. Da drüben gibt es noch einen Beherrschungspunkt. Ja, hier unten im Süden scheint der Drachenbrand sehr stark zu wüten. Oder gewütet zu haben. Und hier haben wir auch gebrandmarkte Schaufler. Als wären die nicht schon nervig genug. Schauen wir mal, dass wir da oben an die... an diesen Beherrschungspunkt kommen. Ist der hier drin? Ja. Was ist das denn für ein Stein? Durch das Erreichen dieses Ortes in den Donnerkopfgipfel habt ihr unter Beweis gestellt, dass ihr das Reisen durch Berge meisterlich beherrscht. Vielen Dank. Und da ist dann der Rand der Karte. Ja, unsichtbare Mauer. Schade. Sehr schade, aber dann geht es wirklich nur ja, bis hierhin. Und das hier ist auch schon wieder das Ende. Mich wundert es übrigens, hier unten sind die Labyrinthklippen vom Basar der Vier Winde. Also wir sind wirklich am südlichsten Bereich der Zittergipfel. Ich weiß nicht, ob die Deldrim... Ja, das ist die Deldrimer Front. Stimmt. Gehört aber wahrscheinlich noch zu den Zittergipfeln, ja. Hier oben sind die fernen Zittergipfel und die gehen bis hier runter, also... Weil gleich hier unten ist schon das Wüstenhochland und Elona. Sehr interessant, dass hier das Ganze mit den hohen Bergen und Schnee gleich in Wüste übergeht. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, da kenne ich mich nicht aus. Aber... Ja, ganz unten sind die ja. Und ich dachte immer früher, wenn neue Rassen kommen... Dann wird die Deldrimer Front das Startgebiet der Zwerge, so habe ich das immer gehofft, hier. Und dann hat man ein Startgebiet, weil das wäre dann nahe an der Schwarzen Zitadelle, dann müsste man keine neue Hauptstadt erforschen oder reinbauen in das Spiel, sondern könnte einfach von der Deldrimer Front die Hauptstadt der Char benutzen und dann könnten dort halt die Zwerge starten. Aber ich glaube, mit den neuen Rassen, das ist auch ein Feature, das Guild Wars 2 nicht wirklich groß... implementieren wird. Wer weiß, vielleicht werden wir noch überrascht. Aber ich denke mal, also ich denke generell, es werden noch viele coole neue Sachen kommen. Und ArenaNet wird auch noch ein paar Neuerungen für das nächste Add-on, das wir vielleicht 2020 kriegen oder so, noch reinbauen, die uns dann umhauen werden. Weil ich weiß noch, damals, als sie Heart of Thorns angekündigt haben und man hat dann Elite-Spezialisierungen gesehen und das war einfach so ein Konzept, klar, es gibt in so vielen Rollenspielen Charaktere und Klassen, die sich weiterentwickeln können, aber dass das irgendwie nach Guild Wars 2 kommt oder so, das hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm und das war sowas Frisches, sowas Neues zu sehen, dass eine Klasse sich entwickeln kann, plötzlich eine neue Waffe bekommt, neue Skills und einen neuen Spielstil, das ist schön, das hat mich positiv überrascht und ich glaube, es gibt noch viele Dinge, die ArenaNet da machen kann und an Features reinbringen kann, die uns wirklich frischen Wind geben. Und was, wenn es besondere Waffen gibt, die man bekommt mit dem nächsten Add-on und das dann so ähnlich wie, keine Ahnung, wie eine neue Beherrschung ist, die man dann aufwerten kann und zusätzlich in manchen Situationen benutzen kann als besonderen Aktionsskill, so wie wir es in dieser Episode hatten. Das wäre halt mega cool. Also wäre auch was Frisches und würde nochmal ein bisschen Erweiterung reinbringen, wenn man auch unterschiedliche Waffen hat und diese dann einfach für mächtige Skills so als zweiten Elite-Skill benutzen kann. Das wäre doch sehr interessant. Da hinten ist noch eine Zwergentruhe. Sehr schön. Wir haben schon fast die Hälfte der Karte entdeckt, nur durch so legeres Erforschen und Erkunden. Und ja, ich hoffe einfach, dass auch, dass ihr viel Spaß mit dieser Episode habt und klar, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ob ihr sie rusht oder ob ihr euch Zeit nehmt und immer nach und nach ein bisschen erforscht und Story spielt, euch an Erfolge setzt, was auch immer. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euch immer am meisten gefällt oder was euer Ablauf ist, wenn ihr
eine neue Episode spielt, was macht ihr? Macht ihr auch zuerst die Karte, spielt dann die Story oder rusht ihr zuerst die Story, schaut, dass ihr dann die Karte macht? Oder generell setzt ihr euch einfach an andere Spielmodi, testet das neue Fraktal, die neuen Instabilitäten aus? Würde mich mal interessieren, was der Ablauf von euch so ist. Und ja. Weil ich mag einfach neue Karten und wie gesagt, verschneite Gebiete sind immer sehr, sehr schön designt. Wow, was ist denn jetzt los? Bin ich irgendwie eingefroren? Ja! Ah, was ist das? Ist das hier zu kalt? Hier ist auch so ein Wind, der mich nicht weiterlässt. Ich kann hier leider noch nicht absteigen. Oh, Aufwind. Interessant. Los, du schaffst es. Ist das wirklich hier dieser Wind, der uns versucht runterzupusten? Moment. Ah, okay, es passiert auch, wenn wir uns bewegen. Ja, ist ja gut. Wow. Das ist jetzt interessant. Wie kommt man von der anderen Seite da hoch? Sorry, Kalkumerz nehme ich noch schnell mit. Na, hier pustet es uns auch schon runter. Also, allzu weit kommen wir da nicht. Das macht es nur interessanter für mich. Kann hier nicht gescheit mit meinem Greifen fliegen. Ich werde da wirklich von diesem Berg aus weggestoßen. Hier, von den Schauflerwegen. Ich wüsste gern wieso. Öl auf dem Eis ist dann hier schon anscheinend ein Meta-Event. Das ist aber gerade abgeschaltet. Na los, wir schaffen es. Boah, ich fühle mich so, als würde ich in irgendwie einer dicken Masse feststehen und einfach nicht weiterkommen. Wir sind jetzt leider auch an einem Beherrschungspunkt vorbei. Tja, so kommen wir aber nicht wirklich schnell vorwärts. Vielleicht nutze ich mal den Rollkäfer. Und schaue einfach, dass ich mit Geschwindigkeit hier diesen Berg hochkomme. Ja, es ist träge, aber es funktioniert so halbwegs. Boah, jetzt den Berg hochrollen. Erster Gang. Leistung, Leistung, Leistung. Okay, wir sind wieder oben. Ja, also wir haben schon hier unten diese Schollen gesehen und sind jetzt hier wieder Richtung Deldrimor Ruin. Ich will natürlich aber noch die Festung mir anschauen. Saida hat mich losgeschickt, damit ich mich mit der Gegend vertraut mache. Oh, und hier sind die ganzen Paktluftschiffe geparkt. Schauen wir mal, dass wir hier die Wegmarke auch mitnehmen. Ach, die ist hier ganz unten. Boah, dann will ich da jetzt nicht nochmal runter, weil ich weiß nicht, wie schnell ich dann wieder hier den Berg hochkomme. Natürlich kann man da dann einfach eine Wegmarke nehmen, aber ich will ja hier viel von dem Gebiet sehen. Bin ich ausgerutscht? Das ist ja besser als die Ausbeute beim Vira. So viel! Ich werde euch alle vernichten! Ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsgebiet ist. Ich glaube, dieser Bitterfrost-Grenzland ist immer noch mein Lieblingsgebiet, weil es schön verschneit ist und dieser große Wald mit diesen großen Bäumen gefällt mir richtig gut. Ich finde es allerdings schade, dass man so selten dann auf diese Karten zurückgeht. Also es gibt dann halt nicht viel, weswegen man sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt auf diese Karte noch gehen, außer man braucht Bitterfrost, also die Beeren oder
oder noch Erfolge, aber wenn man das alles erledigt hat, dann geht man eigentlich selten wieder auf so eine Karte zurück und das ist einfach schade. Ich weiß nicht, ob es hier anders ist, ob hier das Meta-Event richtig profitabel ist. Bei der ersten Episode mit Istan ist das ja so, dass einfach durch den Farm, dass die Karte halt immer noch gespielt wird, weil sie halt profitabel ist oder weil sie halt ja gut Gold bringt, weil die Spieler da halt was zu tun haben. Und bei vielen anderen Karten ist das halt leider nicht der Fall. Das ist ein bisschen traurig. Okay, wir haben uns hier wieder nach oben gearbeitet. Ich schau mal, ob ich jetzt über diesen Hügel hoch zu der Feste komme. Ah nein, hier ist leider auch schon wieder eine unsichtbare Wand. Ja, also viele Klippen, viele Hügel und wollt ihr wissen, was die Abtei weiß? Unten noch diese kleinen Eisschollen. So ist dieses Gebiet aufgebaut. Und natürlich diese Zwergenruinen und die große Feste Donnerkopf. Also, man hat hier schon viel zu sehen, aber Feste Donnerkopf hat hier auch ein eigenes Meta-Event. Oh mein Gott. Der Guild Wars 1 Flashback. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht draufgehe bei diesen ganzen Gebrandmarkten. Aber das war auch eine Mission, die ich glaube auch von der Guild Wars 1 Community immer so als richtig schwere Mission in Erinnerung geblieben ist. Oder irgendwas war hier. Ich, wie gesagt, war halt nicht so großer Teil der Community damals. Und hole das alles ja selbst eher nach zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich kenne die Mission. Ich habe sie auch vor kurzem gespielt. Und hier muss man dann halt auch verteidigen gegen mehrere Wellen und ja, das war richtig knackig. Und jetzt hier noch die markanten Stellen mit diesen Torbögen und diesem Platz noch alles intakt, aber halt hier ist auch viel eingestürzt. Ist schön, also dass sich da was getan hat in den 250 Jahren Unterschied. Oh, Moment, schauen wir mal, dass wir helfen können. Das ist natürlich gut, wenn wir schnell sind. Ha, kriegen wir sogar noch den Aussichtspunkt. Das ist natürlich schon so ein Nostalgie-Flashback, aber natürlich auch nur für die Spieler, die das halt damals auch gespielt haben. Oder halt die den Vorgänger kennen. Gefällt mir aber auch gut. Ich glaube, jetzt haben wir so wirklich alle markanten Dinge gesehen. Wäre cool, wenn wir hier in so ein Meta-Event noch reinstapfen würden, wie damals bei Istan. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Aber nein. Die Tore der Schmiede wurden versiegelt, steht hier oben. Ich weiß noch nicht, wann das Event leider losgeht. Um hier weiterzumachen, aber ja, generell auch die großen Meta-Events von beiden Gebieten, also hier oben mit der Feste Donnerkopf und unten dann anscheinend mit dem Öl, bei diesen Eisschollen, das sind dann halt immer Sachen, die man mindestens einmal gespielt haben muss, wenn man auf eine neue Karte kommt. Und hier ist eine heldenhafte Fontäne. Dieser werden wir uns auch gleich widmen. Ich werde noch schnell den Gegner hier besiegen. Ich werde euch alle vernichten. Die Kristalle halten mich fest. Ja, der will nicht. Schauen wir mal kurz, was diese heldenhafte Fontäne ist. Dieser Ort summt vor seltsamer Kraft. Ein Visionskristall könnte euch bei der Kommunikation helfen. Oh. Da können wir dann wahrscheinlich für irgendeine Sammlung, für irgendeinen Erfolg wieder ein Visionskristall benutzen. Wo sind wir denn hier gelandet? Ist das dann der nördlichste Teil dieses Gebietes? Sieht so aus. Da drüben scheint dann wieder der Drachenbrand zu wüten. Alter Schwede. Ja, da geht's nicht mehr weiter.
Na gut. Da haben wir wirklich schon viel gesehen. Wo sind denn die übrigen Sehenswürdigkeiten? Da ist noch eine. Dann würde ich sagen, begeben wir uns noch hier hin und schließen das ganz klassisch mit einem kleinen Aussichtspunkt wieder ab. Weil jetzt haben wir doch schon viel gesehen von der Karte. Ich werde mir dann die Zeit nehmen, den Rest, die Herzchen und alles noch selbst fertig erkunden. Und dann werde ich auch mal die Story zu Ende spielen. Weil ja alles gerade auch auf Reddit voll mit Spoilern ist und ja, schauen wir mal, wie diese Episode dann letzten Endes ausgeht, weil es soll die ja, soweit ich weiß, aus mehreren Quellen, die vorletzte Episode dieser Staffel sein und nicht die letzte Episode. Wobei alles gerade irgendwie so in die Richtung zeigt, als wäre das die letzte. Schauen wir mal. Hier sind auch lustige Pflanzen irgendwie. Könnte auch was zu bedeuten haben. Vielleicht neue Silvari. Es gibt ja anscheinend noch diesen anderen Baum. Nicht nur den blassen Baum. Okay, aber hier diesen Pfad können wir dann sozusagen wieder zurücknehmen. An dieser Feste vorbei. Das sind dann... Sind das die Tore, die geschlossen sind? Durchaus möglich. Genau. Ich mag diese verschneiten Ruinen. Das hat einfach eine schöne Atmosphäre hier. Und der Aussichtspunkt ist dann da hinten auf so einem Felsen. Hier sind wieder diese kleinen Lager. Schön. Gefällt mir. Also die Karte ist jetzt sehr, sehr schön designt. Wie gesagt, diese Schneesachen mag ich sehr, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie wirkt doch ein bisschen leer oder noch nicht so viel zu erledigen. Also hier sind ja gerade, glaube ich, kaum Events aufgeplöppt, was ein bisschen schade ist. Ha, da sage ich es dann schon, erscheint ein Event. Aber ich denke mal, dass man hier dann doch schon genug machen kann und wie gesagt, ich werde hier jetzt auch einfach mal ein bisschen Zeit verbringen und mir die Meta-Events anschauen und sonst alles schauen, was diese Karte und gerade diese Episode zu bieten hat. Und ich denke, das wäre es dann auch erstmal wieder von diesem kleinen Gameplay und dem Ausblick der Donnerkopf-Gipfel. Oh, und das muss ich auch sagen, die Musik aus dieser Episode, dieser Chor und alles, mega gut. Also sie haben einfach von der Anforderung dieser Episode und dem, was sie reingesteckt haben, haben sie wirklich alles gegeben. Das Artwork dieser Karte ist mega, mega cool. Auch von der Episode, von dem ersten Teil, den ich gespielt habe, war mega cool. Die Musik war bis jetzt sehr, sehr schön und ja, jeder scheint zufrieden mit dieser Episode zu sein. Deswegen schauen wir mal, was wirklich alles noch geschieht. Aber vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt ein bisschen was von der Karte gesehen. Natürlich werdet ihr das ja selbst spielen, aber vielleicht hört ihr mir ja gerne dabei zu, wenn ich nebenbei auch diese Karte erforsche. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.